Batman Arkham Origins geht weiter. Jetzt wollte ich auch noch mal kurz hier ein bisschen im Simulator Leute hauen und habe dazu das Gotham by Gaslight Kostüm angezogen. Sieht auch sehr cool aus. Gotham by Gaslight ist auch eine Elseworlds-Story, die ganze Batman-Geschichte 100 Jahre zurück in die Vergangenheit befrachtet, in der Bruce Wayne eben in Europa war und in Europa seine Ausbildung weitergemacht hat, und dann kommt er eben zurück nach Gotham City und irgendwie ist ihm Jack the Ripper mit nach Gotham gefolgt. Jack? Ist aber falsch gemacht. Ja, du musst einmal einen Double-Counter machen. Guck, ist immer wichtig. Guck, du musst two attacks at once countern. Und completely dodge a blade attack. Ja, probier's nochmal. Also habe ich den falschen Knopf gedrückt. Nein! Ist der Jack the Ripper mitgekommen? Okay. Jack the Ripper ist mitgekommen und der treibt sich dann eben auf den Straßen von Gotham rum. Und das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Auch so, wie die ganzen Gadgets aussehen und wie eben. Ich finde auch sein Kostüm total cool. Ja. Dann gibt es aber noch eine zweite Geschichte, wo sie sich dachten, ja, das machen wir noch mehr mit dem. Und da geht es irgendwie so um die Weltausstellung in Gotham City und so einen durchgedrehten Typ mit einem Zeppelin, die ist totaler Quatsch. Das fand ich total blöd. Okay. Als... Jawohl. So, jetzt muss man noch den Blade Dodge einmal komplett machen. Das darfst du nicht zu sehr kaputt hauen. Ich muss ich eine Combo halten? Nee, oder? Ich bin nicht ganz sicher. Hä, warum gilt denn das? Ich glaube, ich bin gar nicht ganz sicher, ob wir das theoretisch dass wir das gar nicht mehr machen können gerade. Weil wir den Skill schon gelernt haben. Ach komm. Weil du hast ja alles richtig gemacht, dann hast du dann den Tag. Kann man das denn verhindern, diesen Takedown? Diesen Blade Takedown? Nee, ne, oder? Au. Du machst ja nicht aktiv, der macht automatisch am Ende dieser Reihe, oder nicht? Ja, ich glaube schon. Wäre es jetzt möglich, dass man das gar nicht mehr machen kann, wenn man den Skill gelernt hat? Wäre ja ganz schön dumm. Ja, das der Schatz im ersten Level. Sollen andere Leute rausfinden. Wenn wir das nicht kriegen, die Trophy dann, oder was auch immer. Das, oder? Lass das mal meine Neurose sein. Nein, ich will aber auch. Wie dumm wäre das denn? Ich gehe komplett kaputt, weil ich die Challenge nicht geschafft habe. Oh mein Gott. Ich will noch mal ein bisschen umgucken. Bisschen abnerden. Batmobil haben wir ja eben schon gesehen. Ja. Das ja in der Arkham-Serie chronisch unterrepräsentiert ist. Schon, ne? In Arkham Asylum. Am Anfang schon noch am meisten. Am Anfang steht es noch rum. Da kann man sich auch rufen oder so. Irgendwas war doch da. Dann kommt es ein paar Mal angefahren. Ja, also er ruft es dann, um Bane abzuschießen. Naja, und das wird doch dann im Innenhof kaputt gemacht. Stimmt, es wird ja kaputt gehauen. Und in Arkham City ist ja dann gar nichts, weil da ist ja alles abgezäunt und so. Irgendwelche Sachen. Tja. Müssen wir halt aufs Autorennspiel warten. Nein, sag das nicht, Mann. Es gab doch schon einen Gotham City Racer. Ja. Das ist so ein Schrott. Für die PlayStation 1. Bis hier hin. Was für die PlayStation 1? Mhm. So lange ist das schon her. Warst du die PS2 schon? Komm ich denn hier zurück nach... Doch Weihnachten feiern, die Geschenke auspacken oder was wolltest du jetzt? Ja. Kein Bock mehr auf diesen Scheiß. Kann ich verstehen. Hey. Ja, sonst könnten wir jetzt ja ins Polizeipräsidium fahren. Wir haben jetzt ja die richtige Ausrüstung, um die halt nur halb kaputt zu hauen. Mhm. Dass sie nicht völlig kaputt da gehen daran. Haben wir schon rumgeguckt. Ja, ist der Simulator. Ist das und hier unten noch was? Was gibt es denn hier? Ach, da waren wir schon. Wir auch schon, ja. Krankenstation. Tja. Bringen Sie mir eine antiseptische Salbe. Was wird hier gebaut? Zeug. Ach, guck mal! Was denn? Das ist das, diese Multiclaw aus Arkham City, die zwei Teile abschießen kann. Ach, das Ding. Ja, guck, das ist ja witzig. Ist ja nett. Da haben Sie schon ab und zu gute Gedanken gemacht. Ja. Was ist denn am Computer noch? Muss auch ständig Kurzschlüsse geben in dieser Höhle. Ja. Wo wahrscheinlich Wasser kondensiert und geht auch nicht. Ich mag hier nochmal kurz schauen, da hat man nämlich glaube ich beim letzten Mal nicht deutlich genug hingeschaut. Da ist Red Hood nochmal, dann ist hier Lope Denies Corruption Charges. Ja, ja, denied gar nichts mehr. Daggett Industries. Under Investigation. Daggett hat was mit Clayface zu tun, das ist der
der, den da Clayface stinkig ist. Oder? Gotham now second most dangerous. Mich würde interessieren, wer da noch dangerouser ist. Winged Vigilante sighted. Tja, wir stehen in der Zeitung, Wahnsinn. Who's the man behind the Red Hood? Calendar Man hatten wir schon. In Red Custody? Hood. Genau, das sind natürlich die ganzen Closed Case. Was? One for One Maroney. Okay. Was ist hier hinten noch? Egal. Dann. Ab geht's. Auf zum Atem. Wir müssen. Zum Polizeipräsidium. Da können wir aber nicht landen, weil wir den Turm nicht ausgemacht haben. Mensch, Martin. Das Licht nicht ausgemacht. Müssen wir ein bisschen aufräumen, ein paar Türme ausmachen. Ja. Wir brauchen ja auch eine Menge Strom. Das geht so nicht. Jeder einsteigt schon mal ins Hin. Ich finde aber, ja? Das hat so ein bisschen was von diesem total albernen Sitz im Tumblr-Batmobil. Ja, genau, manche. Die sind so, das ist so bescheuert. Das ist schon nicht aufgegangen. Audi, oh, doch. Nein. Kannst du jetzt mal die auf der Karte die Türme markieren? Dann können wir die mal ausmachen und wir mal in Zukunft besser rumfliegen können. Nein, ich will jetzt sofort zum Polizeipräsidium. Okay. Keine Zeit für so Scheiß. Türme ausschalten, dann mache ich das halt demnächst. Kannst du machen. Ich mag ja das Tumblr-Batmobil total gern. Ja. Aus Batman Begins. Ich finde dieses Batpod, also dieses komische Motorrad, was da rauskommt, ist so ein Scheiß. Das ist voll cool. Nee, also wie dumm das schon aussieht. Ach. Und Pappalapap. Was noch viel schlimmer ist, ist dieses The Bat aus Dark Knight Rises. Dieses Fluggerät. Das sieht auch so dämlich aus. Ich mache mir da irgendwie keine Gedanken. Ehrlich gesagt, ich gucke das mal an und nehme das alles so hin. Ja. Ja, das denke ich mir schon, dass du dir da nicht oft Gedanken machst über ästhetische Sachen. Du hast gewartet drauf, dass sich jetzt wieder eine Chance bildet. Naja, ganz sei es dir gegönnt. Dies eine Mal. Wo muss er schon rein? Wenn hier viele Leute sind, muss er bestimmt hier rein. Muss er das irgendwie ausrüsten, diesen Concussion irgendwas? Da hat er gesagt, das macht weniger Schaden oder nimmt das automatisch? Ich glaube, so. Das ist halt so ein Wurfdings. Ja, top. Kann das vielleicht noch lauter machen? Hä? Und jetzt? Ist er dann betäubt oder was? Ich glaube, es geht eher darum, wir können die schon zusammenschlagen. Ja. Nur wir sollen sie halt nicht mit. Da geht's rein, oder? Wir sollen die nicht mit was? Wir sollen die halt nicht mit Batarang und Sprengstoff und so umnieten. So. Ja, da geht's rein. Die wollen nicht, dass wir da reingehen, oder? Möglicherweise. Ja. Du hast gefragt. Meinst du, dass das irgendwie eine Flächenwirkung hat? Nein. Nee? Glaube ich nicht. Probier's halt, mein Gott. Jetzt kommen sie ja noch alle an. Die Fuck. Jetzt muss er doch eigentlich seines Amtes enthoben werden. Ach geht, mein Gott. Itchy Triggerfinger. Den Waffenausmach-Dings. Ich könnte natürlich einfach Smoke-Pad, wenn du kannst einfach durch die Tür rennen. Probier's halt mal. Das wäre eigentlich super. So weit hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt hier einfach alle krankenhausreif geschlagen, wenn sie nichts sehen. Probier's mal. Ich würde eher warten, das wäre eigentlich cool. Ich würde eher warten, bis die alle nochmal beisammen sind. Nach jetzt? Dann sehen sie sich auch nicht. Könnt ihr auch nicht beschießen, wenn du das da rein wirst. Probier's mal. Und dann hinterher springen jetzt. Bestimmt Security Area. Silent Takedown danach, das. Jawohl. Na toll. Ich glaube, es reicht jetzt langsam. Und weg. Ach, so weit gleich. War ja klar. Ja, Türen kann man nicht aufmachen, wenn noch Leute in der Nähe sind. Ist ja wohl logisch.
Wieso muss ich die denn jetzt alle verdreschen? Das ist doch voll gemein. Irgendwie schon, ne? Dass man nicht einfach eben durch die Tür gehen könnte, als sie da nichts gecheckt haben. Tja. Das wäre schon ganz cool, wenn es da ein bisschen mehr Optionen geben würde. Ja, wie? Kann das nicht die Polizei machen? Achso, die ist damit beschäftigt, mich zu sprengen. Ich vergaß. Das stimmt. Boah, das sind ganz schön viele. Scheiße. Oh, oh nein, das klappt nicht. Vorbei. Nein. Dann geht man ganz schön schnell kaputt schon, ne? Durch Schusswaffen. Ja, das haben wir natürlich nicht gelevelt. You should have turned yourself in when you had the chance. All right, boys. Let's get this trash out of here. So. Dann halt jetzt. Ich dachte, ich könnte da vorbei. Aber gut, dann hauen wir sie halt alle kaputt. Sie wollten es nicht anders. The Batman Way. Hä, warum bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt da. Zur Strafe. Ich hätte mal Zeit, darüber nachzudenken. So, okay. So. Hat so ein bisschen was von Judge Dredd, ne? Den großen Palast der Justiz. So, erstmal den Sniper da links. Der ist am gefährlichsten. Wieso? Nein! So bleibt er denn nicht hängen? Ja, lieber dahin. Wenn ich jetzt. Ich drücke jetzt nix. Okay. Ja, komm. Jetzt komm halt! Na, dann halt so. Nein! No. Puh. Wie hab ich denn da schon wieder gesehen? So, jetzt aber den Spinner hier unten mal. Jetzt muss ich erstmal im Kreis, damit sie wissen, wo ich hin bin. So. Tschüss. Das ist so gemein, aus dem Holz geht ins Gelände. So, wie viel haben wir denn jetzt noch von den Kollegen? 3. Das geht doch. 4. Ja, wenn du jetzt auf die 20, wenn du da einen Smoke Pellet hinwirfst, kannst du ja voll vermöbeln, wenn du dann hinfliegst, wie vorhin. Genau, die 3 jetzt. Oder die 2. So. Und hinterher. Und weg. Ja, super. Oh, 2 haben wir noch, das ist ja easy. Dann kannst du einen jetzt mit dem neuen Ding anschießen und den anderen vermöbeln oder so. Oder einfach den so wegmachen jetzt. Stimmt das schon wieder nicht. Mein Gott. Batclaw oder so. Ich weiß nicht, insgesamt wirkt es so, dass die Steuerung in Arkham City öfter das gemacht hat, was ich wollte. Weißt du, wenn ich halt mehrere so Aktionsmöglichkeiten habe, dann was ich beschreiben soll. Eine vorgeschobene Ausrede, um zu verstehen, dass ich das Spiel nicht kann. Naja, läuft. Auch weihnachtlich geschmückt. Das ist ein bisschen schön gemacht. Oder Cola. Join GCPD. Three unarmed. Geschenkt. Ja, alles voll schmieren hier. Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. Yeah, probably another water pipe bursting. Love to go take a look, but, you know, my shift's over. Loeb understood. The problem is Gordon ain't a team. This won't be easy, but if I'm going to access the National Criminal Database and find out what happened at Lacey Towers, I need to find the server room.
without being discovered. Oh, Gordon. Mach mal nur alle Sicht. Okay, danke. Die müssen sich auch dumm vorkommen. Das sind normale Polizisten und dann haben sie immer so welche Kriminellen, die halt Deathstroke heißen. Und verbündete Spieler, die Batman, also ist alles. Clark. Ja. Black Mask. Where do I sign up? I thought he was a ghost. All right, cut the chatter, people. Our goal is to ensure order in this city. So our number one priority becomes bringing in the bat before these assassins get to it. Now, the closer it gets to morning, the more desperate the assassins will grow. And if he's still out there, the more damage they'll cause to the city as they try to find or attract him. All right, dismissed. Was haben wir denn bisher groß demoliert? So viel ist wieder immer noch mal Boden. They're as corrupt as they come, and they're in my way. I wish you'd think twice about that approach, sir. You never know when you might need their help. At any rate, your objective is the GCPD server room. I've marked it on your map. Pass mal auf, dass du nicht aus dem da vor die Tür dich stellst. Guck, Rupert Thorne, Tony Succo. Wir stehen ganz oben. Spielen die Hangman und Gordon, jedes Mal, wenn er Scheiße baut. Vincent Falcone. Carmine. Ja, cool, cool. Warte mal, kann ich da weitergehen ohne... Nö. Was ist denn hier noch los? Bane Thugs. Bane's Mercenaries, Penguins Gang, Black Mask Mafia. So, und hier Dings auch noch gucken, was da noch drauf ist. Tier 2, wer ist Tier 2? Deathstroke, Bane. Maroni, Black Mask. Wir sind Tier 1, guck. Da unten die ganz anderen Nasen. Ja gut, ich würde sagen, wie wir zum Serverraum kommen, finden wir in der nächsten Folge raus. Oh nein, das ist schon wieder so spät, okay. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.